Seit dem 18. Mai trainiert in Schwechat auch der Fußballnachwuchs wieder. Nach einer langen Pause sind die kleinen Fußballer erst recht mit Enthusiasmus bei der Sache. Die SVS hat den Trainingsbetrieb also wieder aufgenommen. Besonders die Jüngsten sind begeistert, wieder gemeinsam sparteln zu können. Und der Obmann zieht nach den Krisenwochen eine erste Bilanz. Wir haben vor Corona einen ganz normalen Trainings- und Spielbetrieb, wo man voll trainiert, wo man ein Ziel vor Augen hat, nämlich die Meisterschaft. Und während der Corona-Zeit ist das alles weggefallen. Das heißt, es musste sich laut Trainingspläne jeder Spieler fit halten. Das war in der ersten, in der Kampfmannschaft so, aber auch im Nachwuchs. Es hat ständig einen Kontakt gegeben, aber keinen persönlichen. Das heißt, jeder Spieler musste für sich zu Hause sein Programm abspulen und versuchen, sich so fit wie möglich zu halten. Was dabei verloren geht, ist selbstverständlich der Teamgeist, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die zwischenmenschliche Beziehung, die fällt weg. Es hat auch Vorteile, dass der eine oder andere, der an Verletzungen gelitten hat, sich in der Zeit regenerieren konnte und jetzt wieder topfit ist. Wir haben uns in der letzten Woche, also am 15. Mai war ja die offizielle Eröffnung wieder, dass wir wieder trainieren dürfen, haben wir uns mit den Trainern per Zoom in Videochats einmal getroffen und miteinander geplaudert, auch Einteilungen gemacht, wann trainiert welche U, dass wir hier auch keine häufigen Begegnungen haben, wenn eine Mannschaft fertig ist mit Training und geht, dass die nächste kommt und dass sich da vielleicht jemand trifft und die Hand gibt und so. Also auch auf diese Sachen haben wir geschaut, dass das alles selektiert wird und geordnet über die Bühne geht. Und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Die Kinder werden am Eingang desinfiziert, also bei den Händen. Dann schauen wir darauf, dass die Abstände gehalten werden und natürlich, dass der Spaß auch am Tagespunkt, am Programm steht. Wo wir sich am Anfang überlegt haben, ob wir mit der U6 starten sollen, das hat super funktioniert. Die Kinder halten den Abstand, wir arbeiten in Kleingruppen mit maximal 4, 5 Kindern und es funktioniert sehr gut. Und jede Mannschaft hat einen ganzen Platz, das heißt, sie haben genug Platz, um ja, den Abstand zu halten. Also die erste Einheit, die sind übergesprudelt vor Glücksgefühlen, verständlich nach 8 Wochen eingesperrt sein. Ist das natürlich auch, haben sie endlich wieder einen Lieblingshobby nachgehen können. Ne? Viele gehen ja auch in Sportschulen, die waren doppelt bestraft. Der hat keine Schule gehabt, kein Training gehabt und da hat man schon gemerkt, dass da sehr viel Potenzial drin ist. Und zum Reagieren jetzt wieder und das war wirklich schön. Das erste Training war wirklich schön wieder mit einer. Ja. Ich finde es ein bisschen blöd, dass wir ohne Körperkontakt trainieren müssen. Ja, das hättest du auch noch ganz gern, gell? Ja. Aber der Ball ist schon super, dass man den wieder hat, gell? Ja, natürlich. Die Kinder freuen sich riesig, natürlich, dass sie wieder raus können. Schönes Wetter, super Plätze, es funktioniert sehr gut. Sie kommen auch mit Maske zum Training. Wir haben eigene Masken kreiert, was die Kinder super angenommen haben. Sie gibt überhaupt kein Problem beim Hände desinfizieren. Sie machen das alles und es ist toll. Und auch für die sehr bald beginnende Ferienzeit gibt es ein Angebot für die Kids und auch für die Eltern. Wir haben schon seit sehr vielen Jahren unser Sommercamp. Das findet immer in der ersten Ferienwoche statt. Geplant ist es jetzt einmal mit dem Training bis nach 20. Juni zu trainieren. Das ist der normale Vereinsmodus. Und danach sind überhaupt Schulferien. Und die erste Schulferienwoche bieten wir ein Sommercamp an, wo die Kinder in der Früh um 7 Uhr gebracht werden können. Dann betreuen wir sie bis 16 Uhr. Darin beinhaltet sind 2 Trainings, Vormittag- und Nachmittagstraining. Dazwischen gibt es ein Mittagessen und auch noch Betreuung mit Spiele oder taktische Vorgaben und Videoanalysen und vieles. Ja. Und da versuchen wir, den Eltern unter die Arme zu greifen, wo wir sagen, die Eltern müssen vielleicht arbeiten gehen und wissen nicht, wo sie ihr Kind in Betreuung geben können in den Ferien. Und der SVS ist da und unterstützt die Eltern. Nachdem der Profifußball den Spielbetrieb gerade erst wieder aufnimmt, wie sieht es bei den Amateuren und der Jugend aus? Wird es in dieser Saison überhaupt Spiele geben? Soweit es heute klar ist, gibt es bis Ende der jetzigen Saison keine Spiele. Man weiß auch nicht, wie es bei der nächsten Saison sein wird. Aber wir müssen ja einen Kader bereitstellen, um zu sagen, wir können, wenn es soweit ist, wieder spielen.